schnell. Das wissen wir doch. Nicht jammern. Nadja! Hast du dich verletzt? Hast du dir wehgetan? Sabine, es ist nichts passiert. Voll umständlich mit den Dingern an den Füßen. Ja, das geht hier oben leider nicht anders. Dafür hat es letzte Nacht so viel geschneit. Komm hoch. Sonst bist du gleich ganz nass. Komm. Alles halb so wild, Sabine. Halb so wild, ja? Halb so. Hey! Ich geb dir gleich dein halb so wild. Stell dich auf. Ich geb auf. Ich geb auf. Der Schnee ist in einigen Schichten ganz fest, in anderen nicht. Siehst du das? Den ersten Sturz im Schnee, den haben wir festgehalten. Schon wieder 1000 Bilder von mir gemacht, aber kein einziges von dir. Stimmt. Jetzt machen wir mal eins von dir. Ach, lass mal. Das ist sowieso zu kompliziert mit diesem Apparat. Weißt du? Wow, was ist das denn hier? Von Julia, so eine Art Freundschaftsarmband oder so. Sieht teuer aus. Sie passt wirklich gut zu dir, Glückwunsch. Und sie passt zu uns. Ja, weil sie für euch so gerne den Babysitter macht. Hey, ich bin kein Baby mehr. Ach, bitte, Mama. Okay. Auf drei, ja? Komm her. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Sag mal, können wir nicht eigentlich auch eine Abkürzung nehmen? Nee, wir nehmen den einfachsten Weg. Danke. Abkürzen ist nicht. Markus hat da schon ganz recht. Markus hat doch gar nichts gesagt. Die Jungs verstehen sich auch ohne viele Worte. Oh nein, Zwert. Und? Wie ist es für uns beide? Sag mal, bekommen wir beide das auch vielleicht irgendwann mal hin? Weiter, ich hab Hunger. Tut das weh? Nein. Das? Mhm. Jetzt? Frau Doktor hat heilende Hände. Ein Knorpelschaden müsste aber wehtun, normalerweise. Zumindest ein bisschen. Kann das sein, dass du schwindelst? Ist der Papst heilig? Es zwickt ein bisschen hier und da, ja. Okay, kann sich wieder anziehen. Und wie immer folgt der Patient auch diese ärztlichen Anweisungen. Ja, nur deshalb ist auch alles so gut verheilt. Also was ist denn jetzt? Schmerzen, ja oder nein? Nein. Ja. Unser Held definiert Schmerzen anders. Will ich nicht, hab ich nicht. Es wird wahrscheinlich weniger, aber spüren wirst du das immer ein bisschen. Das macht aber nichts. Siehst du? Zufrieden? Bist also wie neu. Sag das nicht mir, sondern meiner Reha, Domina. Kannst aufhören, Andreas zu quälen. Ist alles in Ordnung. Okay. Dann kannst du aufhören, schlechtes Gewissen zu haben. Sagt sich so leicht, wenn du nicht schuld bist. Du bist nicht dran schuld. Ich bin dran schuld. Der Job war dran schuld. Es gab Zeiten, da haben wir uns nur gesehen, wenn ihr Leute aus dem Berg geholt habt. Ja, die Leute gehen uns aus. Du bist 100% wieder fitter. Das weißt du. Und 150% müssen es sein. Und das weißt auch du. Danke dir. Ciao. Tschüss. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Julia und ich? Das weißt du doch. Durch Zufall an der Supermarktkasse. Beim Einkaufen. Wir hatten beide nur Single-Kram im Wagen. Das war eindeutig. Ja, aber wer hat wen angesprochen? Du weißt doch, Männer reden nicht so viel. Nadja, geh mal nicht so weit vor, bitte. Also Julia hat dich angesprochen. Ja.
Und so haben wir uns dann alle kennengelernt. Wir sind in etwa 10 Minuten bei der Hütte. Na endlich, ich hab Hunger. Die Aussicht lohnt sich wirklich? Los. Hey! Warte! Hey! Okay, alle runter zu Felsen! Macht schon, wir holen Nadja! Nadja! Renn! Wandermeldung im betroffenen Gebiet. 5 Personen. Alles ordnungsgemäß und sauber ausgefüllt. Habt ihr die Telefonnummer probiert? Macht keinen Sinn. In der Region ist eh kein Empfang. Die sind aber gut vorbereitet. Der Bergführer von denen ist ein Profi. Wenn der sich an alle Regeln gehalten hat, dann ist da oben keinem was passiert. Ja, die füllen den Zettel aus, damit wir sie suchen. Aber ich war doch mit der Kontrolle noch gar nicht fertig. Ja, aber eine Lawine nimmt aus so einem Korinthentacker wie dich keine Rücksicht, verstehst du? TOT von Turbine 1 ist zu hoch. Torque weicht ab. Versprich mir, dass es ein kurzer Ausflug wird. Sagst du irgendwann, da puste ich dem Rudi sein hässliches Ding noch einmal vom Kopf. Der Mechaniker wird wohl kaum für sein Budebewusstsein bezahlt, oder? Ja, hast du auch wieder recht. Wo geht's hin? Lawinengebiet, Süd-Südost, nicht zu übersehen. Bist du aber schon bei fragiler Schneelage, kann ich da nicht einfach runtergehen, gell? Hat ja auch keiner gesagt, dass ein Spaziergang wird. Schatz! Sabine! Sabine! Hilf mir! Bitte! Bitte! Zieh mich hoch! Bitte, zieh mich hoch. Bitte. Du weißt, dass ich das nicht tun kann. Nein! Tu das nicht, Sabine. Er kennt mich bei mir. Bis in den Tod sein sein muss. Bitte, zieh mich hoch. Julia! Bitte! Markus!
der ist in Ordnung. Thomas! Thomas, komm her! Julia ist abgestürzt! Du musst mich abseilen! Du bleibst hier, ja? Sabine, du musst zu Nadja rüber! Geh zu Nadja, bitte! Thomas, komm! Julia, ich komme! Markus, warte. Das sind die Bergretter. Mai Uhr, seht ihr das? Hört aber nichts, Freunde. Da vorne Lawinengefahr und dahinter Tiefschnee und kaum eine gerade Fläche. Und ich will nichts hören. Keine Widerreden, keine Ausnahmen. Die regeln das. Die kennen sich ja aus. Ja, gerade weil sie sich auskennen, werden die so in der Situation nicht runtergehen. Eine Seilbergung? Vergiss es. Wir sind laut. Lärm sind Schallwellen, Schallwellen sind Druck. Und wenn wir Pech haben, dann lösen wir mit dem Heli die nächste Lawine aus. Und es wäre nicht das erste Mal, oder? Nochmal haben die nicht so viel Glück. Lass mich ab. Alles klar? Ja. Okay, dann setz uns weiter unten ab. Wir steigen dann auf. Keine Chance. Wir nehmen den Expressweg. Wie sieht's oben aus? Ja, da kann ich dich rauslassen, wenn's schnell geht. Es wird mein Höllenritt für dich, das sage ich dir gleich, gell? Okay. Was soll das denn jetzt werden? Toni, für sowas zahlt manch ein Tourist viel, viel Geld. Go, go, go! Okay, Ende der Vorstellung. Tür zu. Oh, nein, nein, nein. Du bleibst hier! Was hat die vor? Nein, das verbiete ich. Nein! Nein! Toni, weißt du, was dein Problem mit Frauen ist? Die hören nicht auf dich. Die sind doch alle nicht mehr ganz dicht. Sind die doch. Alle. Sie noch? Ja, sie atmet. Flacher Puls. Julia, Julia. Ich bin bei dir, hörst du mich? Julia, es wird alles gut. Julia, wir holen dich hier runter, okay? Was ist mit der Wunde? Starken Blutung aus. Aber wir schaffen das. Noch eins, zwei, drei.
Andreas Mörthaler. Markus Kofler. Ist das deine Frau? Freundin. Du bist vom Fach, oder? Bauklettereien in Chile und Bolivien. Ich habe Hochhäuser und Brücken hochgezogen. Da sieht man so einiges. Stabile Seitenlage? Ja. Sag mir bitte, dass das nichts Ernstes ist, Micha. Ja, wie würde sich Ernst denn für dich anhören? Der piepst doch schon wie die Hölle, oder? Und wie ernst ist es? So ernst, dass ich dem Rudi recht geben muss. Man sollte ja immer auf seinen Mechaniker hören. Müssen wir sterben? Ja, aber nicht hier, nicht heute. Andreas, ich muss abdrehen. Wir haben ein technisches Problem und der Toni macht sich schon ins Hemd. Bist du sicher? Ja. Was, die fliegen wieder weg? Okay. Aber Michi ist der Beste, der weiß genau, wann und wo Schluss ist. Also, hörst du sie? Die Kollegen sind für eine Übernachtung im Freien nicht ausgerüstet. Ja, mei, das überlegt man sich halt, bevor man aus einem funktionierenden oder halbwegs funktionierenden Flieger springt. Übrigens, Katharina und Andreas haben Glück. Sie können zwar nachts nicht absteigen, aber schau mal da unten. Wenigstens etwas. Also holen wir sie bei Tagesanbruch hier ab. Na, das schaut im Moment nicht so aus. Der Rudi entscheidet, oder das Wetter. Andreas, bin oben! Katharina! Lass die Trage runter! Alles okay? Decke. Blutung ist gestillt. Aber sie hat zu viel Blut verloren. Wir brauchen Blut, sonst ist es zu eng. Blutgruppe B. Okay, hat jemand Blutgruppe B? Ich habe AB. Geht das irgendwie? Und jetzt? Wir können sie denn nicht einfach so sterben lassen. Ich habe B. Nein, Nadia. Ich denke, das ist nicht möglich. Doch, das haben wir in der Schule testen lassen. Das hast du dir bestimmt falsch gemerkt. Wir können das ganz einfach überprüfen. Jetzt macht's einen ganz kleinen Pieks, okay? Eindeutig B. Kann sie uns helfen? Jetzt kommt schon, Leute, bitte! Okay, komm mit her. Setz dich mal dahin. Gleich sowas wie Blutschwestern. Das ist wie voran.
Jetzt ist er da. Servus, Land. Michi. Abend. Andreas ist noch auf dem Berg. Einsatz. Was ist denn passiert? Nichts ist passiert. Das war seine Entscheidung. Die Katharina ist auch dabei. Ich gehe mal davon aus, dass die morgen früh runterkommen. Was anderes bleibt ihnen auch gar nicht übrig, weil der Hubschrauber ist im Moment nicht einsatzbereit. Magst du was essen? Na, danke. Im Moment haben wir keinen Kontakt, aber die kriegen das schon hin. Aber die sind doch nicht ausgerüstet für die Nacht und die Kälte, oder? Na, da gibt's ja die Hütte. Die sind in die Hütte rein. Das passt schon. Franz, die machen das schon. Ist ja nicht das erste Mal. Ein Bier? Ja, bring mal Bier. Sie aufwachen? Ja, keine Ahnung wann, aber sie ist stabil. Wir fahren runter, sobald es hell wird. Ich begleite euch. Ist nicht nötig. Sie ist meine Freundin. Ich muss damit. Wir fahren mit den Skiern runter. Ich auch. Die sind steil halt. Und darum passt die Bindung auf jeden Schuh. Ich begleite euch. Das ist keine Bitte. Man hört wohl nie auf, Holz zu hacken. Ah, Mist. Und, wie schaut's aus? Alles voller Öle hinten. Was heißt das? Eine verdammt lange Nacht. Ja, komm, dann mach hin und jammer nicht. Servus, Toni. Ja, servus. Du, unser Heli kann nicht fliegen. Wir bräuchten eure Schneeraupe für eine Bergung oben an der Brückler Hütte. Das kannst vergessen. Da ist gestern die Lawine drüber gegangen. Das dauert sicher den ganzen Tag, bis wir die freigeschaufelt haben. Ja, okay. Danke. Mist. Andreas für Toni. Andreas hört. Warum dürfen wir denn nicht alle mit? Die sind mit ihren Skiern schneller als wir zu Fuß. Also, der Heli ist noch nicht startklar. Rudi schraubt wie ein Weltmeister und die Bergung per Raupe fällt leider auch flach. Das sind ja alles gute Nachrichten. Kommst du sonst da oben zurecht? Alles gut, Toni. Also ich steig dann gleich wieder auf und bring Ausrüstung mit für alle. Alles, was jetzt noch fehlt. Wir müssen mal sehen, wie die Schneeverhältnisse weiter unten sind. Ja, in jedem Fall wartet ihr hier. Ja, wir machen das dann zusammen. Thomas? Kleine Heldin. Ich habe euch ein Funkgerät in der Hütte gelassen, aber die Reichweite ist begrenzt. Ja? Danke. Jederzeit. Willst du wirklich keinen Ton dazu sagen? Wozu? Sag mal, willst du mich verarschen? Ich
habe im Biologieunterricht aufgepasst. Und ich kenne deine und meine Blutgruppe. Du und ich haben A, Nadja hat B. Nadja ist nicht meine Tochter. Okay. Ich schaff das. Wenn wir es schaffen. Östlich über den Grat. Ja. Dauert zwar länger, aber es wird flacher. Ist besser für uns. Was macht's, Knie? Kein Problem. Der Schmerz ist nie das Problem, der vergeht. Was immer bleibt, ist die Angst vor dem Schmerz. So ist es. Vielleicht ist die Erinnerung an Schmerz manchmal auch ganz gut. Daran ist gar nichts gut. Es bremst. Zeit ist Leben. Komm. Ich will jetzt endlich die Wahrheit wissen. Ist Markus der Vater? Sein konntest. Dass du das Geld für uns verdient hast. Mir tat es immer leid, dass ich dir als Vater nicht beistehen konnte. Dass du die ganze Zeit alleine warst. Und jetzt stellt sich heraus, du warst vielleicht gar nicht allein. Mach's nicht kaputt, Thomas. Ich habe Markus gebeten, auf dich aufzupassen. Und genau das hat er wohl dann auch gemacht! Mach die verdammte Tür auf, Sabine! Mach die Tür auf! Hey, Jungs! Die offizielle Route, es dauert viel zu lang. Okay, dann gehen wir über den eingefrorenen Fluss zur Straße. Ob das hält? Wir haben gar keine andere Wahl. Sie muss so schnell wie möglich ins Krankenhaus. Okay, probieren wir's. Ich hab das schon mal gemacht. In Kanada. Du hättest dich bei uns beworben. Auf die Ausschreibung. Da bin ich so ziemlich überall beworben. Ich musste irgendwas anderes machen, wollte raus aus meiner Routine. Dann habe ich Julia kennengelernt. Und ihr habt jemand anderen genommen. Nee, als Andreas angeschlagen war, da haben wir nur überlegt, ob wir Unterstützung brauchen. Okay. Lass mich auch was für Julia tun. Bitte. Okay. Danke. Bis gleich. Okay.
Keine Angst, das heißt nichts. Doch. Dass der Typ da genauso verrückt ist wie du. Ist Toni. Toni! Wo ist die Funke? Die schlittert gerade über das Eis. Scheiße. Das sieht er nicht, ist viel zu hell. Weiblich 32, Polytrauma nach Sturz aus großer Höhe. Zervikalstütze? Verdacht, HWS-Fraktur ist negativ, zum Glück. Aber eine schwere Gehirnerschütterung. Nur ein Thorax? Nee, aber die Verletzung im Bauchraum, die ist kritisch. Ich werde jetzt nichts für Sie tun. Das ist die beste Ärztin, die es hier gibt. Du hast auf mich geschossen. Und getroffen. Ich fasse es nicht. Ich gehe wieder hoch und kümmere mich um die anderen. Brauchst du Hilfe? Ich schaff das schon. Danke. Was machst du da? Rede endlich mit mir. Du kannst es nicht verstehen. Doch. Ich verstehe das ganz gut. 10 Jahre lang beschissen habt ihr mich. So war das nicht. Nadja ist doch deine Tochter. Ich will jetzt endlich die Wahrheit wissen. Und wenn du sie mir nicht sagst, dann werde ich eben meinen Freund Markus fragen müssen. Bitte, Thomas, ich kann... Wir streiten uns nie vor dem Kind. Eine unserer Regeln. Da habe ich mich immer dran gehalten. Ich habe mich nie gestritten, ne? Nie. Ich erkläre es dir. Markus wird es mir erklären. Markus kommt zurück. Ich frage ihn. Wo willst du denn hin? Aufräumen. Aber warte, das brauche ich doch noch. Wozu? Für die alte Lady. Na, die willst du wieder flott machen? Ja. Und damit auf Europareise gehen, oder was? Um die Welt. Andreas, was machst du da? Ich hauch der alten Lady Leben ein.
Du wohnst in dem Camper, weil du es in vier festen Wänden nicht aushältst. Aber ob das Ding fährt oder nicht, war dir doch schon immer egal. Also, sei ehrlich. Ich bin ehrlich. Ich mag Rost. Seit Wochen bastelst du an dem Ding rum. Ich habe drinnen die alten Karten und Routen gesehen. Also, was ist los? Das ist soweit, stimmt's? Ich häng meinen Sohn an den Nagel. Du machst das Richtige. Da gibt's noch einen Haken an der Geschichte. Ich habe mir versprochen, auf dich aufzupassen. Ja, das hast du ja auch gut gemacht. Jetzt habe ich ja Tobias. Wir alle haben Tobias. Ja, also, fahr mit dem scheußlichen Ding durch Europa. Jetzt bist du dran. Womit bin ich dran? Mit dem Leben. Julia ist im Krankenhaus. Wir haben es geschafft. Wo sind die anderen? Hä? Du und Sabine. Wie lange schon? Was denn? Verarscht ihr mich die ganze Zeit! Oh, was redest du? Hört auf! Thomas, du machst einen Fehler! Thomas, hör auf! Thomas! Verschwinde! Beruhig dich! Verdammt doch mal! Beruhig dich! Was ist los mit dir, hä? Los, gib's zu! Was denn? Gib's endlich zu! Verdammt doch mal was! Los, pack deine Sachen. Wir müssen hier weg. Aber Papa sagt, wir alle zusammen gehen ins Tal zurück. Allein ist das gefährlich. Alles wird gut, ich versprich's dir. Papa beruhigt sich wieder. Ich weiß das. Warum ist er böse auf dich? Er ist nicht böse, er ist traurig, weil er so dann keine Arbeit hatte. Aber jetzt hat er wieder Arbeit. Wir ziehen um. Los, zieh deinen Helm an. Papa sagt, es endet böse, wenn man sich in den Bergen nicht auskennt. Wir passen auf, ja? Wir folgen den Spuren von Markus. Aber Papa und Markus... Übertragen sich wieder, Gott noch mal. Jetzt mach, was ich dir sage. Du bist mein bester Freund. Ja, ist es. Ja. Ja. Sie ist nicht von mir. Sie ist nicht von mir. Bin ich ihr Vater? Sie ist nicht meine Tochter! Ich bin nicht der Vater! Hör auf, zu spinnen! Ich bin nicht zeugungsfähig! Okay? Ich bin nicht zeugungsfähig! Und darum hatten Sabine und ich uns damals getrennt. Das war der Grund. Kapiert? Sie wollte unbedingt ein Kind. Aber dafür war ich nicht der Richtige. Und wenn sie sich für so einen Arschloch wie dich entscheidet, dann nennt man das Liebe. Hast du das verstanden? Ja? Doktor? Ich bin Dr. Auerbach. Julia, Sie sind in der Klinik. Sie hatten einen Unfall. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Tod, ich. Sie ist in Gefahr. Ich muss sie beschützen. Wen müssen Sie beschützen? Nadia. Die Narkose? Narkose einleiten.
Arsch! Du kannst doch nicht aufpassen, ha? Einsperren sollte man dich! Das sagt der Mann, der mit seinem Auto quer über die Straße schlittert. Du hast du keine Augen im Kopf. Du, wenn du nur ein Wort sagst, dann... Es ist gut. Ah. Ja. Gut. Die Konkurrenz hingerichtet. Das gibt Schlagzeilen. So knapp vor der Wahl noch auf die Titelseite. Gratuliere. Grüß Gott. Was ist denn hier los? Verkehrsbehinderung. Und Sachschaden mit Symbolcharakter. Hör endlich auf! War das mit Absicht? So ein Unsinn. Haben Sie getrunken? Der Idiot fährt in Schlangenlinien und Sie fragen mich? Ja, ich frag Sie. Vielleicht hören Sie mal zu. Ich komme von meiner Wahlveranstaltung, verstehen Sie das? Ja. Und im Gegensatz zu Ihnen bin ich darauf angewiesen, sympathisch zu sein. Und? Na ja, da muss man schon hin und wieder mal so auf ein Gläschen anstoßen. Führerschein, Fahrzeugpapiere und ab zur Blutentnahme. Andererseits, er hat ja sein Rad geschoben. Wie bitte? Moment mal. Das ist sein Wagen, das ist Ihr Rad. Ihr beide könnt euch nicht leiden, das ist aktenkundig. Also, Führerschein und Fahrzeugpapiere. Na, es ist schon so, wie er gesagt hat. Wir waren auf einer Wahlveranstaltung und der Herr Bürgermeister konnte, also wollte, nicht mehr mit dem Auto fahren. Jetzt habe ich sein Auto kutschiert und er hat mein Rad geschoben. So. Und warum sollten Sie das tun? Ja, weil wir quasi verwandt sind. Ja. Verwandt. Also mein Andreas und seine Katharina. Das macht uns praktisch zur Familie. Und da hilft man sich gelegentlich. Gut. Dann helft's jetzt zusammen und stellt das Plakat wieder auf, ja? Und dann schleicht's euch. Ersten Trunk? Ja, schon, ja. Ja, Franz, dann. Ich schuld dir noch was, ja. Nein, also. Nein, auch nicht. Hast vergessen? Du schiebst das Rad. Aber du hast schon recht, du schuldest mir was. Und Peter, stell den wieder auf. Der Blutverlust war lebensgefährlich. Ihr habt alles richtig gemacht. Die vielen Hämatome sind dagegen eine Bagatelle. Schmerzhaft, aber davon stirbt man ja nicht. Und hätte sie den Rucksack nicht aufgehabt, dann wäre sie jetzt querschnittsgelähmt. Das heißt, sie ist bald wieder auf den Beinen. Und warum hast du mich gerufen? Vor der OP sprach die Patientin von einer Nadja. Nadja? So heißt das Mädchen, das mit ihr oben auf dem Berg war. Na, jedenfalls stammelte sie etwas von Tod und Wahrheit und dass sie sie beschützen müsse. Hast du sonst noch irgendwelche Infos? Es war nur Gestammel, aber... Wann wacht sie wieder auf? In ein paar Stunden. Kannst du das beschleunigen? Nein, nicht unter der Medikation. Sicher? Andreas. Okay. Habt ihr ihre Verwandten schon informiert? Ihr Freund Markus hat gesagt, sie hat keine Verwandten. Julia Stark war oder ist verheiratet. Hat also Verwandte. Sie ist hier als Patientin registriert, mit Kontaktdaten. Es ist alles uralt, die Adresse stimmt wahrscheinlich nicht mehr, aber das sind die Fakten. Nadja. Danke. Ich muss mit Sabine reden, Thomas. Gibt für alles eine Erklärung. Es passt alles so gut zusammen. Ich habe mich immer ausgeschlossen gefühlt. Wie meinst du das? Für Sabine kam immer das Kind zuerst. Erst Nadja, dann sie und dann ich. Ich dachte immer, das hängt mit den Umständen zusammen. Mit der Geburt von Nadja? Ich war nicht da. Während der ganzen Schwangerschaft nicht. Nicht als Nadja zur Welt kam. Niemand war da. Ich habe sie die ganze Zeit allein gelassen.
Sabine? Nadja? Wo seid ihr? Sabine? Nadja? Hier ist niemand. Sie sind weg. Sabine? Nadja? Sabine, kennst du dich nicht aus in der Gegend? Thomas, wir sind hier lang. Was mit dem Funkgerät? Das habe ich vorhin schon probiert. War niemand zu erreichen innerhalb der Reichweite. Okay, wir packen alles an Equipment zusammen, was noch in der Hütte ist, und dann gehen wir hinterher. So, ich habe nachgesehen, Julia Stark, Markus Kofler, einfaches Mädel. Und dasselbe für Thomas und Sabine Bachler. Sind die Gäste von der Bergtour wieder zurück? Nein, keiner von ihnen. Okay. Ist was passiert? Sobald einer von denen wieder im Hotel auftaucht, bitte kurz Bescheid geben. Danke. Und ist heute Marthaler Tag, oder wie? Was willst du denn hier? Ah, meinen kleinen Gefallen einfordern. Ich höre, doppelte Espresso, wenig Milch, kaum Zucker. Ich brauche eine ganz schnelle Info aus dem Melderegister. Um die Sache abzukürzen, schon klar. Name? Der Ehemann oder Ex-Ehemann einer Julia Stark. Hast du ein bisschen Zeit? Nein. Julia Stark, das ist keine schnelle Info, glaub mir das. Jeder von uns auf der Wache kennt Julia Stark. Gerd, lass dir nicht alles aus der Nase ziehen. Die Suche. Was für eine Suche? Ihr Baby wurde geraubt. Ja, Einkaufsbummel, viele Leute, großer Trubel. Das war eine Sache von Sekunden. Das war eine schlimme Geschichte damals. Wir haben uns verlaufen, Mama. Nein, Schatz. Da vorne, da geht's lang. Aber das sind doch keine Markus Fußspuren. Du hast gelogen, Mama. Wir finden nach Hause. Hast du Julia auch belogen? Hast du dir was angetan? Julia ist nicht die, die sie vorgibt zu sein. Sie schenkt dir teure Sachen. Aber sie ist nicht unsere Freundin. Julia ist gefährlich. Julia ist böse. Wir müssen weiter. Julia Stark ist Fotografin. Sie hat irrsinnig viele Fotos von ihrem Baby. Ich glaube, dass uns das weiterhält. Aber das Kind ist nie wieder auftaucht. Es ist einige Jahre her. Kindesraub. Und wie viele Jahre ist es her? Alter, das weiß ich nicht. Vielleicht 10 Jahre. Ja, die Kripo hat den Fall irgendwann mal zu den Akten gelegt. Ja, die Kripo schon, aber Julia Stark. Hm? Was ist mit dem Vater von dem Baby, also der Mann? Die Beziehung ging in die Brüche. Ja, er ist dann weggezogen. Das ist ja kein Wunder. Das Ganze hat die Frau verändert. Ja, das hat sie damals also ziemlich in den Wahnsinn getrieben. Damals? Und jetzt? Bist du mir Sachen fragst, das weiß ich nicht. Ja, seit gut 3 Monaten kein Mucks mehr von ihr. Kannst du mir das Foto schicken? Weißt, ich denke halt, die Mutter hat jetzt doch die Suche endlich aufgeben. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere? Die hat gefunden, was sie gesucht hat. Ja. Fritz, du Trottel! Das gibt's nicht! So, Michi. Alles angebaut, müsste wieder laufen. Naja.
Lang genug hat's gedauert, oder? Also, womit ich natürlich sagen will, super hast du es gemacht. Andreas? Michael? Die Mühle läuft wieder, bis gleich. Ah, gut, bis gleich. Rauch aus dem Kamin. Da ist keiner mehr. Sind die Leute halt doch abgestiegen? Keiner ist von denen im Hotel angekommen, Michael. Und auf der Route in Saal haben wir niemanden gesehen, oder? Da hat der Andreas doch recht. Irgendwas stimmt da nicht. Auf uns. Der Weg ist zu weit. Es gibt kein Zurück mehr. Ich will nach Hause. Ich will zu Papa. Das will ich doch auch, Schatz. Komm her. Wir schaffen das. Das vergeht. Sie müssen sich das vorstellen wie unendlich viele blaue Flecken. Und die OP? Wir haben die Wunde geschlossen. Sie dürfen sich in nächster Zeit nur sehr vorsichtig bewegen, ja? Gegen die Schmerzen nehmen Sie bitte alle 4 Stunden eine Tablette. Und was ist mit den anderen? Wir haben keinen Kontakt zu ihnen. Sie wollten mir vor der OP unbedingt etwas sagen, Julia. Erinnern Sie sich? Ich dachte, ich muss sterben. Daran erinnere ich mich. Ruhen Sie sich aus. Ich schaue gleich noch mal nach Ihnen. Der Wind hat alle Spuren verwischt. Nadja! Sabine! Nadja! Nadja! Sabine! Wenn Sie denselben Weg zurückgehen, den wir zur Hütte rauf sind? Das ist unlogisch. Ja, und der ganze Scheiß hier hat nichts mit Logik zu tun. Aber mit Angst. Sabine hat Angst. Die würde mit Nadja niemals durch eine abgegangene Lawine laufen. Denk doch mal nach.
Die würde meinen Weg versuchen. Sie werden erfrieren. Oder sie stürzen ab. Komm, weiter. Zurück ins Tal? Entweder wir finden ihre Spuren oder wir alarmieren unten die Bergrettung. Komm jetzt. Mensch, aber das ist doch perfekt. Geräumig. Ja, das passt. Findest du nicht, du übertreibst, Franz? Da könnte man sogar eine Live-Musik machen. Naja, das beantwortet allerdings meine Frage. Sag mal, wie viele Gäste erwartest du denn? Wie viele gehen denn rein? Franz, du hast keine Ahnung, was das kostet. Das muss ich auch nicht. Sag, ist das übrigens der Saal, wo du deine Wiederwahl als Bürgermeister feiern willst? Na gut. Gut, Musik. Band von mir aus. Und ein kaltes Buffet für, sagen wir, 30 geladene Gäste. Oh oh. Warmes Buffet mit Tanz und allem drum und dran. Und ich sag das also, naja, 100 Leute werden schon sein. Weißt du, mein Sohn ist sehr beliebt. Ja, der Andreas ist auch der einzige Marteller, von dem er das behaupten kann. Peter, du bist ein schlechter Verlierer. Du bist ein elendiglicher Lump. Ja, was soll denn das überhaupt werden für eine Überraschung? Eine Geburtstagsfeier für Andreas, oder was? Der Andreas hört auf. Als Bergretter. Nein. Ist das offiziell? Ja, ist vorbei, endgültig. Er hat es selber gesagt. Das ist Nadja als Baby, Julias Kind. Und die alle kennen sich? Das ist kein Zufall. Nee, ganz sicher nicht. Ein Paar mit einem gestohlenen Kind und eine Mutter, die ihr Kind wiedergefunden hat. Ich meine, das muss eskalieren. Die Frage ist, war das ein Unfall oder war es keiner? Verena,
Ist deine Patientin aufgewacht? Schlimmer. Sie ist weg. Sie ist was? Sie ist weg? Ja, wie vom Erdboden verschluckt. Wie ist ihr Zustand? Sie ist extrem geschwächt, Andreas. Okay, danke. Tschüss. Julia ist aus dem Krankenhaus abgehauen. Scheiße. Man macht nie sowas. Tja, warum macht die sowas? Die will die Kleine beschützen. Deshalb macht die sowas gut. Kann doch nicht weit sein. Ja? Ist die Familie Bachelach schon zurück? Nein, nein, tut mir leid. Die Familie Bachelach ist von einem Ausflug noch nicht zurück. Sie sind übrigens nicht die Erste, die nach den Gästen fragt. Kann ich was ausrichten? Mit wem spreche ich bitte? Entschuldigung! Entschuldigung! Stopp! Fahren Sie noch hoch! Ich habe jetzt Feierabend. Bitte! Ich muss unbedingt hoch zur Brücklerhütte, bitte! Da hoch? Ja. Bis vor die Hüttentür geht sowieso nicht. Dann eben so weit hoch wie möglich. Ich muss da unbedingt hoch, bitte. Ich zahle Sie auch, ja? Das ist ein Arbeitsgerät für die Piste. Da fährt man nicht so in der Botanik rum. Tut mir leid. Bitte! Und Limone. Interessante Kombination. Franz, glaubst du, ich weiß nicht, was du hier tust. Meine Gefallen einfordern, dich ein bisschen ärgern, als kleinen Extra-Bonus, das weißt du doch. Mag sein, aber das ist nicht der Punkt, nicht diesmal. Du wirst feiern. Du wirst es in die Welt hinaus posaunen, dass dein Sohn keinen gefährlichen Einsatz mehr unternimmt. Du willst, dass jeder es hört, jeder es beklatscht. So ist das doch. Darum geht's doch. Und damit sich dein Andreas ums Verrecken die Sache nicht nochmal anders überlegt. Ja, das nenne ich ja mal einen Grund zum Feiern. Wahrlich selbstlos, Franz. Schau, Peter, es ist vorbei. Ein für alle Mal. Und ich bin froh, dass es gut ausgegangen ist. Ja, ja. Peter, niemand weiß besser als wir zwei, wie schnell da oben was passieren kann. Ich habe oft um Andreas Angst gehabt. Eigentlich ständig.
Es geht mir mit Tobias nicht anders. Ich beneide dich, du Lump. Ehrlich. Aber übertreib's nicht, ja? Sabine! Nadja! Da ist Sabines Rucksack. Stopp, das ist ein zugefrorener Fluss. Siehst du die Spuren? Die Spuren führen direkt ins Wasser. Ja, aber sie führen auch wieder davon weg. Sie werden erfrieren. Sie werden es bestimmt nicht schaffen. Kein Netz. Los, wir müssen außen rum. Los, mach schon, komm. Komm. Andreas und Katharina? Die starten, wo ich sie eingesammelt hatte, beim Thalmannbach. Und welchen Weg diese Julia nimmt, das wissen wir nicht. Wir wissen gar nichts. Ist doch schön. Alles beim Alten, alles wie immer für mich. Das wird dir fehlen, oder? Wann wolltest du mir sagen, dass du aussteigst? Im richtigen Moment. Du hast dich entschieden. Ich weiß, du denkst, meine Knieverletzung hat was damit zu tun, aber so ist es nicht. Doch, weil es stimmt. Katharina, der Unfall hat mir die Augen geöffnet. Alles ist endlich. Alles. Das heißt, es ist vorbei. Alles einfach so. Auch das mit uns? Wie kommst du darauf? Ich habe mit Emily geredet. Deine Reise, dein Abschied. Du gehst weg. Wenn ich weggehe, dann gehe ich mit dir weg, wenn du willst. Aber ich habe noch keinen Plan dafür. Ich dachte, wir planen es zusammen. Du und ich. Der liebt. Ich bin so dankbar für dich. Kein Kontakt. Wir müssen die doch erreichen von hier. Wir sind zu Fuß unterwegs, das heißt, sie können nicht weit sein. Akku leer? Da drüben liegt was. Scheiße, was ist denn hier passiert? Die sind im Eis eingebrochen. Wir haben es über ein Landgeschäft. Bin in den Klamotten ausgezogen, das einzig Richtige. Toni? Toni hört. Hör zu, Planquadrat E4. Wir müssen den Suchradius erweitern. Die haben sich beim Abstieg entweder verirrt oder getrennt. Okay, verstanden. Ende. Da lang, komm. Sabine! Nadja! Verdammt, wie alt können diese Spuren denn sein? Ich weiß es nicht. Sag es mir! Ich weiß es nicht. Ich hab Netz. Bergrettung am Saumatala. Andreas, Markus hier. Markus Kofler.
Wir brauchen dringend Hilfe. Wo genau seid ihr? Wir sind ca. 1 Kilometer nördlich vom Wildbachtal. Ja, wir haben Spuren gefunden. Okay, wir sind gleich da. Ja, beeilt euch. Wir sind auf dem Weg. Los. Mama, komm. Geh weiter, allein. Bleib bei dir. Du musst Bewegung bleiben. Ich bleibe bei dir. Lauf. Lauf. Du musst gehen. Mama, sieh mal. Julia? Julia! Was hast du getan? Ich habe mein Kind geschützt. Mein Kind? Wie hast du uns gefunden? Ich fotografiere in den Schulen der Region. Freiwillig, jedes Jahr. Ich mache Bilder von den Kindern. Kostenlos. Warum wohl? Du hast das Angebot angenommen, genauso wie jede andere Mutter auch. Und jetzt? Warum? Ich habe mein Kind verloren. 4 Monate. Eine Infektion. Ich kann keine Kinder mehr kriegen. Und deswegen steht ihr Mike. Thomas weiß nichts. Er war nicht da. Nie war da. Für ihn war ich schwanger. Für ihn war ich die Mutter. Warum hast du Nadia und allen nicht die Wahrheit gesagt? Was hätte ich ihr denn sagen sollen? Sie kennt mich doch gar nicht. Sie hätte doch Angst vor mir bekommen. Ich wollte, dass sie ihre Mutter in Ruhe kennenlernt. Julia, ist das wahr? Sie ist Julias Tochter. Thomas. Nadja, sie... Sabine, ich kann nicht glauben, dass du das gemacht hast. Wir wollten ein Kind. Du hast mich so geliebt. Da konnte ich dich nicht enttäuschen. Katharina, Goldfolie, ja, Wärmedecke. Nicht so viel bewegen. Andreas für Toni. Toni hört. Fox 3, 2 Notfallpatienten in die Klinik. Fox 3 verstanden. In 4 Minuten sind wir da. Nadja. Wo ist Nadja? Wo ist das Mädchen? Sie ist im Wagen.
nicht sein. Ich mach das schon, bleib hier. Bleib hier! Sie läuft wegen euch weg, wegen eurem Wahnsinn. Bleib hier. Markus, komm mit. Thomas, Andreas hat recht. Bleib. Andreas, Toni? Toni, was? Hör zu. Ich such das Mädchen. Katharina fliegt mit euch. Zwei Verletzte. Ja, verstanden. Ende. Markus? Deine Mutter ist in Sicherheit. Ich kann dir alles erklären, Nadja. Sie lügt! Sie lügen alle! Ich hab keine Mama mehr! Nadja! Nadja! Bleib stehen! Nicht weiter! Nadja! Nadja, warte! Bleib hier! Stopp nicht da lang! Nadja! Hilfe! Hilfe! Nadja, ganz ruhig, wir kommen zu dir! Körpersicherung. Ich geh runter. Nadja, halt dich fest. Ich bin gleich bei dir. So ist gut. Festhalten. Hilfe! Beim Schwingen. Hilfe! Alles gut. Wir holen dich. Hilfe! Okay? Okay? Okay. Alles klar, los. Wir schaffen das! Wir schaffen das! Bewerbung noch. Du weißt, was zu tun ist. Nein. Thank you.
Markus Kofler hier an alle. Nadja ist in Sicherheit. Wir haben Andreas verloren. Was redet er da? Wir brauchen ein Bergungsteam hier draußen. Was heißt verloren? Klartext. Andreas ist tot. Ende. Hey, sofort um! Hast du mich nicht gehört? Wir haben lassen niemanden zurück, okay, Sims? Fuck! Ich kann nicht umkehren. Wir sind im Rettungseinsatz. Wir halten Kurs auf die Klinik. Liebe Trauergemeinde, das höchste Gut, das schönste Geschenk,
Was ein Mensch dem anderen geben kann, hat Andreas gegeben. Sein Leben. Im Kreise der Familie, der vielen Freunde, der lieben Kollegen sind wir heute zusammengekommen, um Andreas Madala ein letztes Dankeschön zu sagen. Für Andreas war Bergretter zu sein nicht nur Beruf, es war für ihn auch Berufung. Wo immer. Ich kannte Andreas nicht gut. Aber ich weiß, wie er sich hier und jetzt entschieden hätte. Bergrettung Ramsau, was ist Ihr Notfall? Zu dieser Sendereihe sind die DVDs im Handel.